Wie sind die Galaxien in unserem Universum organisiert? Sind sie strukturiert und geordnet? Oder sind sie zufällig verteilt? Welche Gesetze bestimmen die Organisation der Galaxien? Viele Wissenschaftler, Astronomen und Astrophysiker haben versucht, diese Fragen zu beantworten. Im Jahr 2023 stehen uns noch mehr technische Mittel zur Verfügung, um das Universum zu erforschen, und all seine Geheimnisse scheinen nicht mehr so unerreichbar wie früher. Wir wissen jetzt, dass das Universum aus Milliarden von Sternen, Planeten, Kometen, Asteroiden besteht und dass all diese Himmelsobjekte tatsächlich strukturiert sind. Zunächst einmal sind die Sterne in Galaxien organisiert. Im beobachtbaren Universum gibt es schätzungsweise 2000 Milliarden Galaxien. Unsere eigene Galaxie, die Milchstraße, hat zwischen 200 und 400 Milliarden Sterne und erstreckt sich über eine Fläche von etwa 100.000 Lichtjahren. Die Galaxien selbst organisieren sich dann in Galaxienhaufen. Das sind Galaxien, die durch die Schwerkraft miteinander verbunden sind. Galaxienhaufen erstrecken sich über 1 bis 3 Dutzend Millionen Lichtjahre. Und es gibt schätzungsweise 25 Milliarden davon im gesamten Universum. Galaxienhaufen sind dann in Superhaufen organisiert. Strukturen, die zwischen ein paar Dutzend und mehreren hundert Millionen Lichtjahren groß sind und mindestens 1 Dutzend Galaxienhaufen umfassen. Allein im sichtbaren Universum gibt es schätzungsweise 10 Millionen solcher Haufen. Zwischen den Superhaufen gibt es Zonen der Leere. Tatsächlich bestehen 90% des Universums aus leerem Raum. Beeindruckend, nicht wahr? Man sagt, das Universum sei lückenhaft. Aber sehen wir uns den Virgo-Superhaufen einmal genauer an. Der Virgo-Superhaufen, auch bekannt als lokaler Superhaufen, ist der Superhaufen von Galaxien, zu dem auch der Virgo-Haufen gehört, die Heimat der lokalen Gruppe, in der sich unsere Galaxie, die Milchstraße, befindet. Dieser Superhaufen ist gigantisch. Er erstreckt sich über rund 200 Millionen Lichtjahre. Liebe Reisende, herzlich willkommen. Heute werden wir herausfinden, was genau ein Superhaufen ist und wie der Virgo-Superhaufen aussieht, in dem sich unsere Galaxie befindet. Anschließend machen wir einen Rundgang durch die wichtigsten Galaxien im Virgo-Superhaufen. Aber bevor du dich auf ein neues Abenteuer einlässt, denke daran, das Video zu liken und den Kanal zu abonnieren, damit du nichts verpasst. Vielen Dank und schnall dich an, damit du sofort abheben kannst. Aber zuerst, was genau ist ein Superhaufen? Wir wissen, dass Galaxien dazu neigen, sich in Gruppen von ein paar Dutzend Galaxien oder in Haufen von Tausenden von Galaxien zusammenzuschließen. Diese Galaxiengruppen und Haufen schließen sich wiederum zu Superhaufen zusammen. Superhaufen sind gigantische Gruppen von Galaxien, die manchmal Hunderte von Millionen Lichtjahren groß sind. Jeder Superhaufen enthält Dutzende von Galaxiengruppen und Haufen. Im Virgo-Superhaufen finden wir zum Beispiel die lokale Gruppe. Die Gruppe von Galaxien, die unsere eigene Milchstraße beherbergt. Sowie Galaxienhaufen wie den Virgo-Haufen und den Furnace-Haufen. Der Virgo-Superhaufen ist der bekannteste Superhaufen, weil es derjenige ist, in dem wir uns befinden. Aber er ist nicht der einzige. Der nächstgelegene Superhaufen ist der Hydra-Centau-Superhaufen, der 2 Superhaufen zusammenfasst, den Centau-Superhaufen und den Hydra-Superhaufen, die 150 bis 200 Millionen Lichtjahre voneinander entfernt sind. Der Shapley-Superhaufen ist ein weiterer bekannter Superhaufen, der sich in 650 Millionen Lichtjahren Entfernung im Sternbild Centaur befindet. Superhaufen sind für Astronomen interessant, weil wir an ihnen die Expansion des Universums erkennen können.
Die Ausdehnung des Universums ist das Phänomen, dass sich die Objekte, aus denen das Universum besteht, in großem Maßstab voneinander wegbewegen. Dabei handelt es sich nicht, wie man meinen könnte, um die Bewegung von Galaxien voneinander weg, sondern um eine Ausdehnung des Raums. Die Expansion des Universums ist die Lösung, die der russische Physiker und Mathematiker Alexander Friedmann gefunden hat, um zu erklären, warum das Universum noch nicht unter der Wirkung der Gravitation kollabiert ist. Wenn wir großräumige Himmelsobjekte wie Galaxienhaufen beobachten, führt diese Ausdehnung zu einer Zunahme der Wellenlänge des von den Galaxien ausgestrahlten Lichts. Dies wird als Rotverschiebung bezeichnet. Im Gegensatz dazu ist die Blauverschiebung die Abnahme der Wellenlänge des von den Galaxien ausgestrahlten Lichts. Die Rotverschiebung spiegelt die scheinbare Entfernung von Himmelsobjekten wider, während die Blauverschiebung ihre Annäherung widerspiegelt. Die Expansion des Universums ist auf der Ebene von Galaxiengruppen oder Haufen nicht sichtbar. In Galaxiengruppen und Haufen sind die Galaxien durch die Schwerkraft aneinander gebunden, die stark genug ist, um der Expansion des Universums zu widerstehen. Im Fall von Superhaufen ist die Gravitationskraft jedoch nicht stark genug und die Expansion des Universums macht sich bemerkbar. Die Galaxienhaufen bewegen sich voneinander weg, wenn auch sehr langsam. Aber das reicht aus, um die Größe der Galaxien-Superhaufen im Laufe der Zeit zu vergrößern. Zum Beispiel nähert sich die lokale Gruppe dem Virgo-Haufen mit einer Geschwindigkeit von mehreren hundert Kilometern pro Sekunde. Superhaufen sind für Wissenschaftler nicht nur deshalb interessant, weil sie es ihnen ermöglichen, die Expansion des Universums zu untersuchen, sondern auch, weil sie ihnen helfen, die Organisation der Materie im Weltraum zu verstehen. Um die Struktur von Galaxienhaufen zu untersuchen, haben Wissenschaftler eine Methode entwickelt, die auf dem Hubble-Lemaître-Gesetz basiert. Diese Methode zeigt die tatsächliche Verteilung der Galaxienhaufen im Universum, ohne dass die Ergebnisse durch Projektionseffekte verzerrt werden. Das Hubble-Lemaître-Gesetz hat es möglich gemacht, die Entfernung zu sehr weit entfernten Objekten zu messen. Dieses Gesetz besagt, dass sich die Galaxien im beobachtbaren Universum mit einer Geschwindigkeit voneinander entfernen, die ungefähr proportional zu ihrer Entfernung ist. Das heißt, je weiter eine Galaxie von uns entfernt ist, desto schneller scheint sie sich zu entfernen. Um die Entfernung entfernter Objekte mit Hilfe des Hubble-Lemaître-Gesetzes zu messen, führen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zunächst eine Spektralanalyse des Lichts durch, das der beobachtete Himmelskörper aussendet. Dann bestimmen sie seine Rotverschiebung und leiten daraus seine Rückzugsgeschwindigkeit ab. Das heißt, die Geschwindigkeit, mit der sich das Objekt aufgrund der Expansion des Universums von einem Beobachter entfernt. Anhand dieser Rückzugsgeschwindigkeit berechnen die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler dann die Entfernung des untersuchten Objekts. Das hört sich zwar einfach an, kann aber bei weit entfernten Galaxien, die nur wenig Licht reflektieren, sehr kompliziert sein. Es kann schwierig sein, ein Spektrum zu erhalten, das gut genug ist, um es zu nutzen. Auf jeden Fall haben die Wissenschaftler herausgefunden, dass die Verteilung der Materie auf einer großen Skala ziemlich inhomogen bleibt. Mit anderen Worten, die Superhaufen sind nicht gleichmäßig verteilt. Und es gibt riesige Lücken zwischen einigen Superhaufen, also Räume ohne Galaxienhaufen, die sich über mehrere hundert Millionen Lichtjahre erstrecken. Astronomen sind zu dem Schluss gekommen, dass es im Universum zu über 90% Leerräume gibt und dass die Galaxien-Superhaufen an der Grenze zwischen diesen Leerräumen liegen und nicht umgekehrt. Die Galaxien-Superhaufen ballen sich sogar in Filamenten zusammen, die Konturen dieser Vakuumblasen bilden. Dies zeigt, dass die Struktur des Universums weitaus komplexer ist, als man bisher angenommen hat. Der Ursprung dieser Struktur ist eine der Fragen, die die Astronomen heute am meisten fasziniert, und sie hoffen,
dank der Beobachtung von Superhaufen einige Antworten zu bekommen. Um den Virgo-Superhaufen zu erforschen, müssen wir unser Sonnensystem verlassen, dann unsere Milchstraßengalaxie und dann die lokale Gruppe. Die Gruppe von Galaxien, in der die Milchstraße liegt. Die lokale Gruppe ist eine der Gruppen von Galaxien, die den Virgo-Superhaufen bilden. Wir befinden uns jetzt im Herzen dieses Superhaufens, der etwa 200 Millionen Lichtjahre groß ist. Der Virgo-Superhaufen ist auch bekannt als der lokale Superhaufen. Er wird Virgo-Superhaufen genannt, weil er den Virgo-Haufen in seinem Zentrum enthält. Der Virgo-Haufen befindet sich etwa 65 Millionen Lichtjahre von uns entfernt. Die Entdeckung des Virgo-Superhaufens war ein schrittweiser Prozess. Im Jahr 1863 veröffentlichten William und John Herschel die erste große Sammlung von Nebeln und stellten fest, dass eine große Anzahl davon in der Region des Sternbilds Virgo lag. Fast ein Jahrhundert später stellte der französisch-amerikanische Astronom G.H. de Vaucouleurs die Hypothese auf, dass es sich bei diesem Übermaß an Nebeln tatsächlich um eine galaxienähnliche Struktur handelt, allerdings in einem größeren Maßstab. Im Jahr 1953 nannte er diese Struktur einen lokalen Superhaufen und 1958 einen lokalen Supercluster. In den 1960er und 1970er Jahren war sich die wissenschaftliche Gemeinschaft noch nicht einig über die Natur dieser Struktur, die ebenso gut eine zufällige Anordnung von Galaxien wie eine geordnete Struktur sein konnte. In den 1970er und 1980er Jahren zeigte eine Rotverschiebungsanalyse, dass es sich tatsächlich um eine Struktur handelt. Die Masse des lokalen Superhaufens wurde auf 10 hoch 15 Sonnenmassen geschätzt. Ein großer Teil davon dürfte dunkle Materie sein, denn die Leuchtkraft des Superhaufens scheint im Verhältnis zur Anzahl der Sterne in ihm sehr gering zu sein. Entgegen der weit verbreiteten Meinung ist der Virgo-Superhaufen keine Gravitationsstruktur mit einer klaren Begrenzung. Tatsächlich werden die Galaxien in diesem Superhaufen nicht vom Zentrum der Struktur, dem Virgo-Haufen, durch die Schwerkraft angezogen. Stattdessen werden sie von einem seltsamen Objekt außerhalb dieser Struktur angezogen, dem großen Attraktor. Darauf werden wir am Ende unserer Reise zurückkommen. Übrigens ist der Virgo-Superhaufen nur ein Teil eines größeren Ganzen namens Laniakea. Superhaufen scheinen also eher Strukturen von Galaxien zu sein, die von einem großen Attraktor angezogen werden, als Strukturen von Galaxien, die durch die Schwerkraft aneinander gebunden sind. Nehmen wir uns einen Moment Zeit, um die Struktur des Virgo-Superhaufens zu untersuchen, bevor wir seine Galaxien erforschen. Im Jahr 1982 veranschaulichte der amerikanische Astrophysiker Brent Tully die Grundstruktur des lokalen Superhaufens. Er würde aus einer Scheibe und einem Halo bestehen. Die Scheibe hat ungefähr die abgeflachte Form eines Pfannkuchens und enthält zwei Drittel, also etwa 60% der leuchtenden Galaxien des Superhaufens. Er umfasst drei Galaxienhaufen-Untergruppen: den Virgo-Haufen, die Hound-Wolke und die Virgo-2-Wolke. Der Halo umfasst ein Drittel der verbleibenden Elemente, darunter viele langgestreckte Objekte. Es ist ein mehr oder weniger kugelförmiges Halogenatom. Der östliche lokale Superhaufen hat keinen hochdichten Kern. Wo befindet sich die lokale Gruppe und damit unsere Galaxie in dieser riesigen Struktur? Die lokale Gruppe befindet sich in der Nähe des Randes des Superhaufens, in einem kleinen Filament. Sie wird vom Virgo-Haufen angezogen, nicht vom Zentrum des Superhaufens. Wir werden uns nun die Galaxien im lokalen Superhaufen ansehen. Den Astronomen ist aufgefallen, dass die Elemente dieses Superhaufens nicht zufällig angeordnet sind. Die Dichte der Galaxien nimmt mit dem Quadrat der Entfernung von seinem Zentrum ab, das sich in der Nähe des Virgo-Haufens befindet.
Die meisten hellen Galaxien, das heißt diejenigen mit einer absoluten Helligkeit von mehr als 13, sind in nur wenigen Wolken konzentriert. Tatsächlich konzentrieren sich 98% der hellen Galaxien in nur 11 Wolken, darunter die Hundswolke, der Virgo-Haufen, die Virgo-Gruppen 2 und 3 und die Leo-Gruppe 2. Insgesamt gibt es im lokalen Superhaufen rund 10.000 Galaxien, die sich auf etwa 100 Haufen verteilen. Beginnen wir unsere Reise in das Herz des Virgo-Superhaufens mit der Erkundung der lokalen Gruppe, in der sich unsere Galaxie befindet. Die lokale Gruppe befindet sich am Rande des Virgo-Superhaufens. Sie besteht aus mehr als 50 Galaxien. Es ist nicht möglich, die Anzahl der Galaxien in dieser Gruppe mit Sicherheit zu bestimmen, da einige sehr lichtschwach und daher schwer zu erkennen sind und die Grenzen der lokalen Gruppe noch nicht genau definiert sind. Es wird geschätzt, dass sie sich über einen Durchmesser von etwa 10 Millionen Lichtjahren erstreckt. Eigentlich gilt sie als kleine Struktur, auch wenn dich das vielleicht überrascht. Es könnte also weit mehr als 50 Galaxien in der lokalen Gruppe geben. Vielleicht sogar 60 oder 80. Was wir wissen, ist, dass sich die lokale Gruppe um zwei Spiralgalaxien gruppiert, die Andromeda-Galaxie oder M31 und die Milchstraße. Jede dieser beiden Spiralgalaxien ist von Satellitengalaxien umgeben. Die Galaxie, die der Milchstraße am nächsten liegt, ist zum Beispiel die große Hunde-Galaxie, die nur 25.000 Lichtjahre von unserer eigenen Galaxie entfernt ist. Eine dritte Spiralgalaxie wurde in der lokalen Gruppe beobachtet. Die Dreiecksgalaxie oder M33. Sie wird als Satellitengalaxie der Andromeda-Galaxie angesehen. In der lokalen Gruppe kannst du auch zwei Magellanische Spiralgalaxien, das heißt einarmige Spiralgalaxien, beobachten. Die große Magellanische Wolke und NGC 3109. Diese Galaxien sind kleiner als gewöhnliche oder balkige Spiralgalaxien. Du kannst auch eine elliptische Galaxie beobachten, M32, ebenfalls ein Satellit der Andromeda-Galaxie. Da elliptische Galaxien nur alte Sterne enthalten, sind sie nach Ansicht von Astrophysikern das Ergebnis der Kollision zweier Spiralgalaxien. Die lokale Gruppe enthält auch zwei elliptische Zwerggalaxien, M110 und NGC 147. Alle anderen Galaxien in der lokalen Gruppe sind entweder spheroidale Zwerggalaxien oder irreguläre Galaxien. Spheroidale Zwerggalaxien sind kleine, mehr oder weniger kugelförmige Galaxien, die oft in Galaxienhaufen zu finden sind. Sie sind alte Galaxien, die Kugelsternhaufen sehr ähnlich sind. Irreguläre Galaxien hingegen sind weder kugelförmig noch elliptisch oder spiralförmig. Sie sind sehr leuchtkräftig, reich an hellen Sternen, aber oft zu klein, um leicht entdeckt zu werden. Astronomen zufolge waren sie einst sehr zahlreich im Universum, aber Kollisionen haben ihre Zahl verringert. Deshalb machen sie heute nur noch 10% der Galaxien im beobachtbaren Universum aus. Werfen wir einen Blick auf die Andromeda-Galaxie, die größte Galaxie der lokalen Gruppe. Mit einem Durchmesser von 220.000 Lichtjahren ist sie größer als die Milchstraße. Sie enthält 2 bis 5 Mal so viele Sterne wie die Milchstraße, also etwa 1.000 Milliarden Sterne. Deshalb ist sie auch 25% heller als unsere eigene Galaxie. Aber vielleicht ist das nicht von Dauer. Denn die Sternentstehungsrate der Milchstraße ist 3 bis 5 Mal höher als die der größten Galaxie der lokalen Gruppe. Die Andromeda-Galaxie befindet sich im Sternbild Andromeda, 2,55 Millionen Jahre von uns entfernt. Du kannst sie von der nördlichen Hemisphäre aus mit bloßem Auge beobachten. Es wird vermutet, dass sie vor nicht allzu langer Zeit durch die Kollision zweier Galaxien entstanden ist. Astronomen schätzen ihr Entstehungsdatum auf weniger als 3 Milliarden Jahre, zu einer Zeit, als die Erde bereits existierte. Die Andromeda-Galaxie und die Milchstraße nähern sich einander an und werden in etwa 4,5 Milliarden Jahren zusammenstoßen.
Die beiden Galaxien werden dann zu einer riesigen elliptischen Galaxie verschmelzen, zusammen mit ihren beiden zentralen, supermassiven schwarzen Löchern. Zur Andromeda-Galaxie gehören zahlreiche Satellitengalaxien, darunter die Triangulum-Galaxie, die drittgrößte Galaxie der lokalen Gruppe. Die beiden sind 750.000 Lichtjahre voneinander entfernt. Diese Galaxie ist insofern ungewöhnlich, als sie in ihrem Zentrum eine H2-Region hat und kein supermassives schwarzes Loch, das die stärkste Röntgenquelle in der lokalen Gruppe ist. Die Milchstraße, die zweitgrößte Galaxie der lokalen Gruppe, beherbergt zwischen 200 und 400 Milliarden Sterne und über 100 Milliarden Planeten. Das Sonnensystem befindet sich am Rande des Zentrums der Galaxie, dem supermassiven schwarzen Loch Sagittarius A-Stern, in genau 27.000 Lichtjahren Entfernung. Interessant ist, dass die Sonne etwa 250 Lichtjahre braucht, um das Zentrum der Galaxie zu umrunden. Sie war also erst 20 Mal da, seit sie entstanden ist. Unsere Galaxie entstand vor längerer Zeit als die Andromeda-Galaxie. Astronomen schätzen ihre Entstehung auf 800.000 Millionen Jahre nach dem Urknall. Der älteste Stern in der Milchstraße, HE 1523-0901, ist vermutlich kurz nach dem Urknall entstanden, vor 13,2 Milliarden Jahren. Zu den Satelliten der Milchstraße gehört die Zwerggalaxie Big Dog, die uns am nächsten ist und nur 25.000 Lichtjahre entfernt liegt. Diese unregelmäßige Zwerggalaxie enthält nur 1% der Sterne der Milchstraße und wird von den Gezeitenkräften der Milchstraße in Stücke gerissen. Es ist sehr wahrscheinlich, dass sie sich in der Zukunft vollständig auflöst. Die der lokalen Gruppe am nächsten gelegene Gruppe von Galaxien ist die Sculptor-Gruppe oder das Sculptor-Filament. Zu dieser Gruppe gehören die irreguläre Galaxie NGC 55 und die Spiralgalaxien NGC 247, NGC 253, NGC 300 und NGC 7793. Alle sind sehr hell, obwohl du sie von der Erde aus nicht mit bloßem Auge sehen kannst. Die unregelmäßige Galaxie NGC 55 liegt an der Grenze zwischen dem Sculptor-Filament und der lokalen Gruppe und ist uns daher mit einer Entfernung von etwa 6 Millionen Lichtjahren am nächsten. Sie enthält viele sich bildende Sterne. NGC 253 ist die dominierende Galaxie im Sculptor-Filament, da sie die größte und hellste ist. Vielleicht hast du schon das Bild gesehen, das vom VISTA-Teleskop der ESO am Paranal Observatorium in Chile aufgenommen wurde. Dieses Bild beeindruckt durch seine Schärfe und Präzision. Es ist wahrscheinlich das detaillierteste Weitwinkelbild, das je vom Sculptor-Filament gemacht wurde. VISTA kann dank seiner Infrarotsicht durch den Staub hindurchsehen, was zu einem scharfen, präzisen Bild führt. NGC 253 ist auch als Silberdollar- oder Silbermünzengalaxie bekannt. Sie ist eine mittelgroße Spiralgalaxie, die sich im südlichen Sternbild des Bildhauers befindet, etwa 11 Millionen Lichtjahre von uns entfernt. Sie wurde 1783 von der deutsch-englischen Astronomin Caroline Herschel auf der Suche nach Kometen entdeckt. Von der Erde aus kannst du sie mit einem Fernglas beobachten, denn sie ist nach unserer Nachbargalaxie Andromeda eine der hellsten Galaxien am Himmel. Du kannst sie vom Rand aus sehen und ihre Spiralarme und ihren leuchtenden Kern ausmachen. NGC 253 ist ein gutes Beispiel für eine Starburst-Galaxie. Das heißt, eine Galaxie, die mit hoher Geschwindigkeit Sterne bildet. Dieser Prozess wurde wahrscheinlich durch zahlreiche Supernova-Explosionen ausgelöst. Tatsächlich kannst du viele helle Sternhaufen sehen, die über die Galaxie verstreut sind. Sie sind eine Art Sternenkinderstube. Du kannst sehr junge, heiße Sterne sehen, die gerade erst gezündet haben.
Babysterne sozusagen. Auf dem berühmten Foto von NGC 253 ist deutlich zu sehen, dass die Strahlung dieser neu entstandenen Sterne die umliegenden Wolken aus ionisiertem Wasserstoff zum Leuchten bringt. NGC 247 ist ebenfalls Teil der Sculptor-Gruppe. Sie ist eine schwach gebänderte, intermediäre Spiralgalaxie im Sternbild Walfisch. Sie wurde 1784 von dem deutsch-britischen Astronomen William Herschel entdeckt, dem Bruder von Caroline Herschel, die die Sculptor-Galaxie entdeckt hatte. Diese Galaxie ist relativ unbekannt, da sie ziemlich schwierig zu beobachten und zu fotografieren ist. Man bräuchte ein großes Instrument, um ein Bild mit genügend Kontrast zu erhalten, um die Galaxie deutlich zu erkennen. NGC 7793 ist ebenfalls eine Spiralgalaxie im Sculptor-Filament und im Sternbild Sculptor. Sie ist eine der hellsten Galaxien in der Gruppe. Untersuchungen mit dem Weltraumteleskop Chandra haben gezeigt, dass diese Galaxie 22 Röntgenquellen enthält, von denen sich die meisten in der östlichen Hemisphäre befinden. Dies kann durch die Wechselwirkung mit einer nahegelegenen Galaxie in der Vergangenheit erklärt werden. Bevor wir uns auf den Weg machen, um eine weitere Gruppe von Galaxien in der Nähe unserer lokalen Gruppe im Virgo-Superhaufen zu entdecken, werfen wir einen Blick auf die Zwerggalaxie Sculptor, die als erste sphäroidische Zwerggalaxie entdeckt wurde, die die Milchstraße umkreist. Lange Zeit dachte man, sie gehöre zum Sculptor-Filament. Doch jetzt wird sie als Satellitengalaxie der Milchstraße betrachtet. Man vermutet, dass sie sich etwa 280.000 Lichtjahre von der Erde entfernt befindet, aber aufgrund ihrer geringen Leuchtkraft erst relativ spät entdeckt wurde. Diese Galaxie enthält Sterne, die arm an schweren Elementen und daher alt sind. Sie ist daher eine interessante Galaxie für Astronomen, denn sie könnte wertvolle Hinweise auf die Geschichte der frühesten Perioden der Sternentstehung in sphäroidischen Zwerggalaxien liefern. Wir werden nun die IC 342 Maffei-Gruppe erforschen, eine weitere Gruppe von Galaxien, die der lokalen Gruppe nahesteht. Wie unsere Galaxiengruppe ist sie um zwei Unterstrukturen organisiert, die aus massereichen Galaxien bestehen, IC 342 und das Paar, das aus den beiden Galaxien Maffei 1 und Maffei 2 besteht. IC 342, auch bekannt als Caldwell 5, ist eine mittelgroße Spiralgalaxie, die 11,4 Millionen Lichtjahre von uns entfernt im Sternbild Giraffe liegt. Sie ist die hellste und massereichste Galaxie der Gruppe. Sie wurde in den 1890er Jahren entdeckt. Wie NGC 253 ist sie eine sternbildende Galaxie. Zur Untergruppe IC 342 gehören 9 bekannte Satellitengalaxien, darunter NGC 1560, die Galaxie Giraffe A, auch bekannt als Camelopardalis A oder Cam A, und die Galaxie Giraffe B, auch bekannt als Camelopardalis B oder Cam B. Maffei 1 und Maffei 2 befinden sich im Sternbild Cassiopeia. Sie wurden von dem italienischen Astronomen Paolo Maffei im Jahr 1968 relativ spät entdeckt. Ihre Entdeckung war nicht einfach, da sie beide hinter der Ebene unserer Galaxie verborgen waren und daher teilweise von interstellarer Materie verdeckt wurden. Maffei 1 ist die uns am nächsten gelegene der großen elliptischen Galaxien, während Maffei 2 eine Spiralgalaxie mit einem sehr ausgeprägten Balken ist. Wie IC 342 hat das Paar Maffei 1 und Maffei 2 9 bekannte Satellitengalaxien, darunter Dwingeloo 1 und Dwingeloo 2, eine Balkenspiralgalaxie und ihr Satellit, eine kleine, unregelmäßige Galaxie. Beide befinden sich im Sternbild Cassiopeia und wurden erst spät, nämlich im Jahr 1994, entdeckt. Sie befinden sich auf einer sehr niedrigen galaktischen Breite, in der Vermeidungszone, das heißt in dem Bereich des Himmels, der durch den Staub der Milchstraße stark verdeckt ist. Wir befinden uns jetzt im großen Wagen. Was du hier siehst,
ist die Gruppe, die aus dem Galaxienpaar M81, M82 und NGC 2403 besteht. M81 und M82 wurden 1774 von dem deutschen Astronomen Johann Elert Bode entdeckt. Die Spiralgalaxie M81 ist die größte der Gruppe mit einem Durchmesser von rund 87.000 Lichtjahren. Obwohl sie von der Erde aus nicht mit bloßem Auge zu sehen ist, ist sie eine der hellsten Galaxien am Himmel, die du mit einem Fernglas beobachten kannst. M82, auch bekannt als die Zigarrengalaxie, ist ebenfalls eine Spiralgalaxie. Sie ist 5-mal heller als die Milchstraße und in ihrem Zentrum sogar 100-mal heller. Und das aus gutem Grund. M82 ist eine wahre Kinderstube der Sterne. Man nimmt an, dass sie vor ein paar Millionen Jahren mit M81 zusammengestoßen ist und dadurch eine riesige Welle der Sternentstehung in dieser Galaxie ausgelöst hat. Sie ist die der Erde am nächsten gelegene sternbildende Galaxie und wird daher von den Astronomen sehr genau untersucht. In dieser Galaxie entdeckten Astronomen 2014 auch den hellsten bisher bekannten Pulsar, die ultraluminöse Röntgenquelle M82X2. M82X2 befindet sich 12 Millionen Lichtjahre von der Erde entfernt und strahlt eine Energie ab, die dem 10-Millionenfachen der Sonne entspricht. M81 und M82 stehen in enger gravitativer Wechselwirkung mit NGC 3077, was zur Bildung von atomaren Wasserstofffilamenten zwischen diesen Galaxien führt. NGC 2403 ist die zweitwichtigste Galaxie in der M81-Gruppe. Sie ist eine mittelgroße Spiralgalaxie, die 1788 entdeckt wurde. Sie ist halb so groß wie die Milchstraße und beherbergt zahlreiche sternbildende Nebel. Du kannst ihre Spiralarme und kleine Flecken, die an Sternhaufen erinnern, deutlich erkennen. Dies war die erste Galaxie außerhalb unserer lokalen Gruppe, in der ein Cepheid entdeckt wurde. Cepheiden sind riesige, veränderliche Sterne oder gelbe Überriesen, die 4 bis 15 Mal massereicher sind als die Sonne und 100 bis 30.000 Mal heller leuchten. Ende 2004 wurden in dieser Galaxie auch zwei Supernovae entdeckt, die 16 Mal heller als der Durchschnitt waren. Zu diesem Zeitpunkt war die Leuchtkraft der Galaxie mehr als 500 Millionen Mal so groß wie die der Sonne. Die M101-Gruppe liegt zwischen den Sternbildern Großer Wagen und dem Hundsstern. In ihrem Zentrum befindet sich die Galaxie M101, die nächstgelegene der riesigen Spiralgalaxien, und sie umfasst mindestens 80 Galaxien. M101 hat einen Durchmesser von über 250.000 Lichtjahren und ist damit doppelt so groß wie die Milchstraße. Sie ist eine der 10 größten Galaxien im Virgo-Superhaufen. Sie ist auch als Windmühlengalaxie oder NGC 5457 bekannt. Von vorne betrachtet. Als er sie entdeckte, beschrieb der Astronom Pierre Méchain sie als einen sternlosen Nebel, sehr dunkel und sehr groß. Doch M101 soll 1000 Milliarden Sterne enthalten, 10-mal mehr als die Milchstraße. Zu dieser Gruppe von Galaxien gehört auch M51, die Whirlpool-Galaxie. M51 hat sich vor kurzem der Galaxie NGC 5195 genähert, wodurch Milliarden von Sternen aus NGC 5195 in den intergalaktischen Raum gestreut wurden und die Spiralarme von M51 noch deutlicher hervortreten. NGC 5474 gehört ebenfalls zur M101-Gruppe und könnte in ihrer jüngeren Geschichte mit dieser Galaxie zusammengestoßen sein. Sie ist eine deformierte Spiralgalaxie. Ihr Kern ist jetzt sehr weit vom Zentrum der Scheibe entfernt. NGC 5204 ist eine kleine Magellanische Spiralgalaxie, die eine sehr starke, ultraleuchtende Röntgenquelle ausstrahlt, die 1980 vom Einstein-Observatorium entdeckt wurde und deren Ursprung noch nicht geklärt ist.
Es könnte sich um ein schwarzes Loch mittlerer Masse handeln. Schließlich gehört zu der Gruppe auch die mittelgroße Spiralgalaxie NGC 5585, deren Besonderheit darin besteht, dass sie einen viel höheren Anteil an dunkler Materie aufweist als andere Galaxien desselben Typs. Wir befinden uns jetzt im Sternbild Zentaur. Vor dir liegt die linsenförmige Galaxie Centaurus A oder NGC 5128. Sie ist die fünfthellste Galaxie an unserem Himmel und eine der erdnächsten Radiogalaxien. Zur Erinnerung, eine Radiogalaxie ist eine Galaxie, bei der die meiste Energie von Radiowellen abgestrahlt wird und nicht von den üblichen Bestandteilen einer Galaxie wie Sternen, Staub oder interstellarem Gas. Deshalb untersuchen die Astronomen ihren aktiven galaktischen Kern genau. In Radiowellen erstreckt sich Centaurus A über das 20-fache des scheinbaren Durchmessers des Mondes. Beobachtungen dieser Galaxie deuten darauf hin, dass sie vor etwa 500 Millionen Jahren eine Spiralgalaxie verschluckt hat, was ihre intensiven Radioemissionen erklären würde. Das Aussehen von Centaurus A ist so seltsam, dass sie erst 1952 als Galaxie klassifiziert wurde. Von der Erde aus betrachtet ähnelt sie einer linsenförmigen oder elliptischen Galaxie, die von einem Staubband überlagert wird. Auch diese seltsame Morphologie lässt sich durch die Verschmelzung zweier kleinerer Galaxien in der Vergangenheit erklären. Während der Bulge der Galaxie hauptsächlich alte, rote Sterne enthält, gibt es in der Scheibe über 100 Sternentstehungsgebiete. Die Centaurus A-Galaxie bildet eine galaktische Gruppe mit den beiden Spiralgalaxien M83 und NGC 4945. M83 befindet sich im Sternbild Hydra und wird wegen ihrer Ähnlichkeit mit M101 oft auch als südliche Windmühlengalaxie bezeichnet. In ihrem Herzen befindet sich eine sternbildende Ausbruchsregion, die von einem supermassiven schwarzen Loch gestört wird, das riesige Mengen an Materie aufnimmt und gleichzeitig Materie und Energie nach außen stößt. Diese Galaxie ist der Namensgeber für die französische elektronische Musikgruppe M83. NGC 4945 ist eine Balkenspiralgalaxie im Sternbild Centauri, die der Milchstraße ähnelt. Es gibt jedoch ein paar Unterschiede, die bei Beobachtungen festgestellt wurden. Obwohl die Galaxie vom Rand aus betrachtet wird, ihr Zentrum ist viel heller als das der Milchstraße und es wird vermutet, dass sie ein supermassives schwarzes Loch beherbergt, das ebenfalls Energie in den Weltraum schleudert und dabei enorme Mengen an Materie verschlingt. Sie hat einen hochaktiven Kern, was bedeutet, dass ihre zentrale Ausbuchtung mehr Energie ausstößt als ruhigere Galaxien. Sie wird daher als Seyfert-Galaxie eingestuft. Wir wenden uns nun einer Spiralgalaxie im Sternbild Pfau zu, NGC 6744. Sie wird von einer irregulären Begleitgalaxie, NGC 6744a, begleitet, die oberflächlich betrachtet einer der Magellanschen Wolken ähnelt. NGC 6744 befindet sich 30 Millionen Lichtjahre von uns entfernt und gilt als Ähnlichkeit mit unserer eigenen Milchstraße, obwohl ihr Durchmesser doppelt so groß ist wie der unserer Galaxie. Sie ist eine der größten und der Erde am nächsten gelegenen Spiralgalaxien. Ihre scheinbare Größe am Himmel entspricht zwei Dritteln der Größe des Vollmonds. Wie die Milchstraße hat NGC 6744 einen dichten, langgestreckten zentralen Kern, eine Staubscheibe und Spiralarme. Astronomen haben mindestens 6 Galaxien identifiziert, die zur gleichen Gruppe wie NGC 6744 gehören. Unsere Entdeckung des Virgo-Superhaufens geht mit der Galaxie NGC 7582 weiter. Diese Spiralgalaxie liegt rund 70 Millionen Lichtjahre von der Erde entfernt, im Sternbild des Kranichs. Diese Galaxie wurde mit dem MUSE-Instrument am Very Large Telescope der ESO fotografiert.
um die Auswirkungen eines aktiven schwarzen Lochs auf die Sternbildung in einer Galaxie zu untersuchen. Tatsächlich speist das zentrale schwarze Loch von NGC 7582 dank der enormen Energiemengen, die es freisetzt, einen aktiven Kern. Die Untersuchung von NGC 7582 zeigt, dass das zentrale supermassereiche schwarze Loch von einer Struktur umgeben ist, die den Energiefluss des aktiven Kerns in Form von starken Winden umleitet und den Rest der Galaxie schützt. NGC 7582 gilt als veränderliche aktive Galaxie. Im Jahr 1998 wurde über mehrere Monate hinweg eine plötzliche und ungewöhnliche Veränderung in ihrem optischen Emissionslinienspektrum beobachtet. Zu den Hypothesen, die zur Erklärung dieser Veränderung aufgestellt wurden, zählten die Astronomen den Einfang eines Sterns durch das supermassive schwarze Loch. Heute geht man jedoch davon aus, dass molekulares Material, das das aktive Zentrum umkreist und es regelmäßig verdeckt, die Ursache für diese Schwankungen ist. Man nimmt an, dass NGC 7582 auch eine sternbildende Galaxie ist. Ein starker Ausbruch fand vor 6 Millionen Jahren statt. Ein weiterer vor 1 Milliarde Jahren. NGC 7582 ist zusammen mit 3 anderen Galaxien Teil des Crane-Quartetts. NGC 7599, NGC 7590 und NGC 7552. Wir befinden uns jetzt im Sternbild Perseus. Du siehst hier die linsenförmige Balkengalaxie NGC 1023, die 1786 von William Herschel entdeckt wurde. Sie ist eine der hellsten Galaxien, die außerhalb der Milchstraße zu sehen sind. Mit einem Durchmesser von etwa 60.000 Lichtjahren beherbergt sie in ihrem Zentrum ein supermassives schwarzes Loch von etwa 44 Millionen Sonnenmassen. Es ist so klein, dass es von der Erde aus nur schwer zu sehen ist. Du brauchst ein kleines Teleskop, einen klaren, unverschmutzten Himmel und eine Zeit, in der der Mond schwach oder weit entfernt ist. Die Gruppe NGC 1023 umfasst mindestens 19 Galaxien in den Sternbildern Perseus, Andromeda und Triangulum. Die meisten dieser Galaxien sind entweder kleine Spiralgalaxien oder Zwerggalaxien. Die Spiralgalaxie NGC 891 ist zum Beispiel die größte Galaxie der Gruppe NGC 1023 mit einem Durchmesser von 131.000 Lichtjahren. Diese Galaxie im Sternbild Andromeda ist den Astronomen vor allem als Schauplatz einer der hellsten jemals beobachteten Supernovae bekannt, SN1986J. Diese Supernova, die am 21. August 1986 entdeckt wurde, hatte eine scheinbare Helligkeit von 14. Der Virgo-Haufen befindet sich im Zentrum des lokalen Superhaufens. Nach Angaben der Astronomen ist er die größte Gruppe von Galaxien in einem Radius von 100 Millionen Lichtjahren. Man schätzt, dass der Haufen zwischen 1300 und 2000 Galaxien enthält, darunter 150 große Galaxien und eine große Mehrheit von Zwerggalaxien. Der Durchmesser des Virgo-Haufens beträgt 15 Millionen Lichtjahre. Selbst die lokale Gruppe ist kleiner als der Virgo-Haufen und wird von ihm gravitativ angezogen. Der Virgo-Haufen ist um 3 Hauptunterhaufen herum organisiert, die von den Galaxien M87, M86 und M49 gebildet werden. M87 ist die größte Galaxie des Haufens mit einem Durchmesser von 120.000 Lichtjahren. Diese riesige elliptische Galaxie enthält mehr als 10 Milliarden Sterne. Ein supermassives schwarzes Loch von 6,5 Milliarden Sonnenmassen und mehr als 10.000 Kugelsternhaufen. M87 ist von zahlreichen Satellitengalaxien umgeben, darunter M98, M99, M100 und das Galaxienpaar, das als Augengalaxie bekannt ist.
Die elliptische Galaxie M86 hat die Besonderheit, dass sie sich der Milchstraße mit hoher Geschwindigkeit nähert. Laut der NED-Datenbank ist sie nach M90 die Galaxie, die sich am zweitschnellsten nähert, mit 227 Kilometern pro Sekunde. Außerdem soll sie fast 3800 Kugelsternhaufen enthalten. Die dritte große elliptische Galaxie im Virgo-Haufen ist M49. Sie ist kleiner als M87, aber mit einem Durchmesser von 124.000 Lichtjahren immer noch ziemlich groß. Sie ist zwar weit weg vom Zentrum des Haufens entfernt, aber dennoch die hellste Galaxie und damit die erste, die im Virgo-Haufen entdeckt wurde. Er enthält etwa 200 Milliarden Sterne und 6.300 Kugelsternhaufen. Die M49-Gruppe umfasst mehr als 120 Galaxien in den Sternbildern Virgo und Berenice, darunter auch die elliptische Galaxie M60, die nach Ansicht der Astronomen einen eigenen vierten Subhaufen bilden könnte. Im Sternbild Großer Wagen, an der Flanke des Virgo-Haufens, befindet sich eine Gruppe von Galaxien, die als Großer Wasserwagenhaufen oder Große Wasserwagengruppe bekannt ist. Seine Leuchtkraft ist 30% größer als die des Virgo-Haufens, seine Masse jedoch nur 5%. Dieser Haufen bildet ein Band aus Galaxien in der nördlichen Hemisphäre, von denen die meisten Spiralgalaxien sind. Der Große Bärenhaufen besteht aus zwei Hauptgruppen. Ours Major Nord umfasst die meisten der großen Galaxien des Haufens, die sich oberhalb von 50 Grad Nord befinden. Diese Grenze ist ziemlich willkürlich. Die drei hellsten Galaxien in der Gruppe Ours Major Nord sind NGC 3631, NGC 3953, NGC 4088 und M109. Aber das sind nicht die einzigen hellen Galaxien in der Gruppe. Es gibt 32 Galaxien mit einem Durchmesser von über 30.000 Lichtjahren in dieser Gruppe. Die zweite Gruppe im Großen Bärenhaufen ist Ours Major Süd. Diese Gruppe besteht aus Galaxien, die sich südlich von 50 Grad befinden. Die drei hellsten Galaxien in der Ours Major Süd-Gruppe sind NGC 3675, NGC 3726 und NGC 3938. Die Virgo-2-Gruppen sind lange Fäden von Galaxien, die sich vom Rand des Virgo-Haufens aus nach Süden erstrecken. Tatsächlich sind sie eine Art Verlängerung dieses gigantischen Galaxienhaufens. Die Virgo-2-Galaxiengruppen beginnen auf Höhe der Gruppen M61 und NGC 4753, die den südlichen Rand des Virgo-Haufens bilden. Das Filament verläuft dann durch NGC 4697 und NGC 4699. Es endet 30 Millionen Lichtjahre weiter mit einer Gruppe von Galaxien, in deren Zentrum NGC 5084 steht. Eine riesige, linsenförmige Galaxie, die vom Rand aus gesehen wird. M61 ist eine der bemerkenswertesten Galaxien in diesem langen Faden von Galaxien. Diese Spiralgalaxie, die sich am südlichen Rand des Virgo-Haufens befindet, wurde 1779 von dem italienischen Astronomen Barnaba Oriani entdeckt und am selben Tag von Messier beobachtet, der sie zunächst für einen Kometen hielt. Sie ist eine der größten Galaxien des Virgo-Haufens. Sie ist auch eine sternbildende Galaxie. Bis heute wurden in dieser Galaxie 8 Supernovae entdeckt, die letzte im Mai 2020. Die M61-Gruppe besteht aus mindestens 32 Galaxien. NGC 5084 ist eine weitere bemerkenswerte Galaxie in der Virgo-2-Gruppe. Mit einem Durchmesser von 250 bis 300 Millionen Lichtjahren ist diese linsenförmige Galaxie gigantisch. Tatsächlich ist sie eine der massereichsten Galaxien im Virgo-Superhaufen. Ihre Masse ist mehr als 10-mal so groß wie die unserer eigenen Milchstraße. Die Virgo-3-Gruppen bilden eine lange Kette von Galaxiengruppen links vom Virgo-Haufen. Sie erstreckt sich über mehr als 40 Millionen Lichtjahre. Warum eine so große Entfernung?
Es scheint, dass die Anziehungskraft des Virgo-Haufens zur Ausdehnung dieser Kette von Galaxiengruppen beigetragen hat. Astronomen haben geschätzt, dass der Virgo-3-Haufen aus 8 Galaxiengruppen und 13 Galaxien außerhalb dieser Gruppen besteht. Zu den Galaxien in den Virgo-3-Gruppen gehört die Spiralgalaxie NGC 5248, die eine der hellsten in ihrer Region und die hellste in einer kleinen Gruppe von Galaxien ist. Sie weist eine Besonderheit auf, die vom Hubble-Weltraumteleskop beobachtet wurde. Um ihren Kern befinden sich nicht nur eine, sondern zwei Sternentstehungsscheiben. NGC 5364 ist eine Spiralgalaxie mit sehr langen Spiralarmen. Aufgrund dieser Eigenschaft kann sie als große Spiralgalaxie eingestuft werden. Ein Titel, den nur ein Zehntel der Spiralgalaxien verdient. Diese Galaxie ist wunderschön anzusehen, auch wenn ihre Spiralarme leicht asymmetrisch und verzerrt sind, was sicherlich auf Wechselwirkungen mit einer nahegelegenen Nachbargalaxie zurückzuführen ist. Setzen wir unsere Erkundung des Virgo-Superhaufens mit der elliptischen Galaxie NGC 4697 fort, die im Sternbild Virgo etwa 40 Millionen Lichtjahre von der Erde entfernt liegt. NGC 4697 ist eine aktive Galaxie mit einem schwachen Kern. Laut einer Studie aus dem Jahr 2008 enthält sie ein supermassereiches schwarzes Loch von etwa 170 Millionen Sonnenmassen. Außerdem beherbergt sie zahlreiche Röntgenquellen und ist von einem Halo aus heißem Gas umgeben. Diese Merkmale deuten darauf hin, dass diese Galaxie eine turbulente Vergangenheit hatte, mit Supernovae, schwarzen Löchern und Neutronensternen, die zu Doppelsternsystemen gehören, die alle der Ursprung von Röntgenquellen sein könnten. Tatsächlich wurden zahlreiche Röntgen-Doppelsternsysteme in den Kugelsternhaufen der Galaxie entdeckt. Da schwarze Löcher und Neutronensterne die letzten Stadien im Leben eines massereichen Sterns sind, glauben die Astronomen außerdem, dass diese Galaxie in der Vergangenheit viele massereiche Sterne beherbergte. Die Gruppe NGC 4697 umfasst mindestens 19 Galaxien, darunter die Balkenspiralgalaxie NGC 4731, die über 80.000 Lichtjahre groß ist. Ihre Spiralarme enthalten eine große Anzahl junger, blauer Sternhaufen. Vielleicht bemerkst du, dass ihre Spiralarme verzerrt sind. Das liegt an der Wechselwirkung mit einer riesigen elliptischen Galaxie namens NGC 4697. In der Gruppe NGC 4697 findest du auch eine kleine Spiralgalaxie namens NGC 4775, die neben einem dezentrierten Kern auch deformierte Spiralarme hat, sowie die Balkenspiralgalaxien NGC 4941 und NGC 4948. Im Sternbild Hund kannst du eine riesige Spiralgalaxie sehen, deren Kern von einer sternbildenden Scheibe umgeben ist. Das ist NGC 5033. Diese prächtige Galaxie hätte eine perfekte Form, wenn sie nicht im Laufe ihrer Geschichte mit einer anderen Galaxie zusammengestoßen wäre, wodurch ihre Spiralarme leicht verzerrt wurden. Ihr aktiver galaktischer Kern vom Seyfert-Typ ist besonders hell und beherbergt mit Sicherheit ein supermassives schwarzes Loch, das große Mengen an Materie absorbiert. Die Helligkeit ist dann auf das heiße Gas in der Umgebung des schwarzen Lochs zurückzuführen. Beobachtungen dieser Galaxie haben gezeigt, dass die Lage des aktiven Kerns nicht mit dem kinematischen Zentrum der Galaxie übereinstimmt, also dem Punkt, um dem sich die Sterne der Galaxie drehen. Das würde bedeuten, dass die Galaxie mit Sicherheit eine Verschmelzung erlebt hat. Diese Verschiebung ist sicherlich die Hauptursache für die Helligkeit des Kerns. Tatsächlich kann die Verschiebung zwischen dem Kern und dem kinematischen Zentrum die Rotation des Gases im Zentrum der Galaxie destabilisieren, wodurch das Gas in den Kern fällt. Das Gas wird dann durch die enormen Gravitationskräfte des Kernzentrums komprimiert und wird heiß.
NGC 5033 bildet ein Paar mit einer anderen Galaxie namens NGC 5005. Aber sie sind nicht nahe genug beieinander, um durch die Gravitationswechselwirkung Gezeitenkräfte zu verursachen und die Galaxien zu verzerren. Die Gravitationswechselwirkung zwischen diesen beiden Galaxien ist also eher schwach. Auf jeden Fall wissen wir, dass NGC 5033 zusammen mit anderen Galaxien Teil der NGC 505-Gruppe ist. Astronomen sind sich über die Anzahl der Galaxien in dieser Gruppe nicht einig. Aber es könnten zwischen 4 und 16 Mitglieder sein. Setzen wir unsere aufregende Reise in das Herz des Virgo-Superhaufens mit einer Erkundung der Hunting Dog Cloud fort. Auch bekannt als die DOGS 1-Gruppe, die Canis 1-Gruppe oder die M94-Gruppe. Dieser Galaxienhaufen erstreckt sich über die Sternbilder Jagdhunde und Berenices Herr. Er enthält nicht viele bemerkenswerte Galaxien, sodass wir erst seit kurzem in der Lage sind, diese Gruppe von den vielen anderen Hintergrundgalaxien in dieser Himmelsregion zu unterscheiden. Tatsächlich enthält sie hauptsächlich mittelgroße Zwerggalaxien mit einem Durchmesser von 5 bis 25.000 Lichtjahren. Die größte Galaxie in der Canis 1-Gruppe ist die Spiralgalaxie NGC 4244 mit einem Durchmesser von 65.000 Lichtjahren. Diese Galaxie ist von der Seite zu sehen. Die Spiralgalaxie NGC 4395 ist ein gutes Beispiel für eine Seyfert-Galaxie mit einem sehr hellen Kern und schwachen Spiralarmen. Allerdings ist sie sehr schwach und daher schwer zu beobachten. In der DOG-1-Gruppe kannst du auch NGC 4214 beobachten, eine kleine, unregelmäßige, wasserstoffreiche Sternentstehungsgalaxie, die für Astronomen interessant ist, weil sie Sterne in verschiedenen Stadien der Entstehung enthält. Beobachtungen dieser Galaxie haben komplexe Muster aus glühendem Wasserstoff gezeigt, die während des Sternentstehungsprozesses entstanden sind, aber auch viel ältere Haufen roter Überriesensterne. Bevor wir unsere Reise fortsetzen, werfen wir einen Blick auf die Spiralgalaxie M94, die der Hundegruppe 1, auch bekannt als M94-Gruppe, ihren Namen gab. Sie liegt am äußersten Ende des Haufens und hat einen Durchmesser von 30.000 Lichtjahren. Es ist eine sternbildende Galaxie, die wunderbar zu beobachten ist. Ja, sie ist nicht nur von vorne zu sehen, sondern besitzt auch einen schönen Ring aus hellen blauen Sternen und gut definierten Spiralarmen. Auf jeden Fall sind die Astronomen noch nicht müde geworden, sie zu beobachten und versuchen derzeit, die Geheimnisse ihrer Sternenausbrüche zu entschlüsseln. Die Jagdhundewolke sollte nicht mit der Gruppe DOGS 2 oder Canis 2 verwechselt werden, die dahinter liegt. Dieser Galaxienhaufen befindet sich ebenfalls im Sternbild der Hunde und enthält eine bemerkenswerte Galaxie, M106. Sie wurde 1781 von Pierre Méchain entdeckt und erst 1947 in den Messier-Katalog aufgenommen. Und doch ist diese Galaxie besonders groß und hell. Mit einem Durchmesser von 130.000 Lichtjahren ist sie größer als unsere eigene Milchstraße. Ihre Morphologie ist ungewöhnlich. Zwei Spiralarme sind deutlich zu erkennen, die sich vom Rest der Galaxie, der nicht sehr hell ist, abheben. Die genauesten Bilder dieser Galaxie zeigen, dass sie eigentlich vier Spiralarme haben könnte. Es ist jedoch nicht bekannt, ob diese beiden zusätzlichen Arme aus Sternen oder einfach aus Gas bestehen. Auf denselben Bildern sind beeindruckende Materiejets zu beiden Seiten des Kerns zu sehen, was darauf hindeutet, dass M106 eine Seyfert-Galaxie mit einem aktiven Kern ist und dass sie ein besonders aktives, supermassives schwarzes Loch in ihrem Zentrum enthält. Die Galaxie NGC 4217, die oft als Begleitgalaxie von M106 vorgestellt wird, scheint kleiner zu sein, hat aber in Wirklichkeit die gleichen Ausmaße. Sie ist einfach nicht so nah an uns dran wie M106. Es ist jedoch nicht sicher, dass sie wirklich ein Begleiter von M106 ist oder gar zur Canis-2-Gruppe gehört,
da sie nach einigen Messungen 60 Millionen Lichtjahre von uns entfernt ist. Weiter von M106 als von der Milchstraße. Wir befinden uns jetzt im Sternbild Löwe. Du siehst die Gruppe Löwe 1, die sich aus drei Untergruppen zusammensetzt. Rechts die Untergruppe M96, links die Gruppe M66 und in der Mitte die Galaxie NGC 3489. Zur M96-Gruppe gehören M96 und M95, zwei Balkenspiralgalaxien, und NGC 3377, eine elliptische Galaxie. Alle drei sind besonders hell. M96 und M95 wurden beide am selben Abend, dem 20. März 1781, von Pierre Méchain entdeckt. Sie sind etwas kleiner als unsere eigene Milchstraße. Beide weisen eine innere Sternentstehungsscheibe in der Nähe des Kerns auf, deren Geheimnisse Astronomen zu entschlüsseln versuchen. Insbesondere die Verbindungen zwischen diesen Scheiben und dem zentralen schwarzen Turm und den Spiralarmen. Werfen wir einen Blick auf die M66-Gruppe. Sie ist auch bekannt als das Löwentripel. Zu ihr gehören die Galaxien M65, M66 und NGC 3628. Aufgrund ihrer Helligkeit sind sie leicht zu beobachten. Vor allem M65 und M66, die oft zusammen fotografiert werden, was das Löwentripel zur schönsten Galaxiengruppe im Sternbild Löwe macht. M65 ist eine Spiralgalaxie und M66 eine Balkenspirale. NGC 3628 ist eine wunderschöne Spiralgalaxie, die vom Rand aus gesehen deutlich sichtbare Staubbänder aufweist. Wir können auch eine Spur von Sternen sehen, die durch die Gravitationskräfte zwischen den drei Galaxien herausgerissen wurden. In der Vergangenheit haben die Wechselwirkungen zwischen NGC 3628 und M66 die Morphologie von M66 stark beeinflusst, die jetzt einen verlängerten Spiralarm und einen diffuseren Halo hat. NGC 3489 befindet sich in der Leo-1-Gruppe, zwischen den beiden Untergruppen von M96 und M66. Diese linsenförmige Galaxie interessiert die Astronomen wegen ihrer hybriden Eigenschaften. Sie hat einen ausgeprägten galaktischen Wulst und eine sichtbare zentrale Scheibe, ähnlich wie Spiralgalaxien, aber keine Spiralarme. Sie weist auch Merkmale von elliptischen Galaxien auf, mit wenig laufender Sternbildung und Sternen, die über 1 Milliarde Jahre alt sind. Wie viele dieser Galaxien im Virgo-Superhaufen ist sie eine Seyfert-Galaxie mit einem extrem hellen Kern und einem zentralen schwarzen Loch, das jede Materie verschlingt, die sich ihm nähert. Die Strahlung ihres aktiven galaktischen Kerns ist jedoch schwächer als der Durchschnitt. Siehst du die große Ansammlung von Galaxien rechts neben dem Virgo-Haufen? Das sind die Leo-2-Gruppen. Diese Galaxiengruppen liegen hinter der Leo-1-Gruppe und sind über 30 Millionen Lichtjahre verteilt. Die elliptische Galaxie NGC 3607 ist die hellste in der Leo-2-Gruppe. Unter den anderen hellsten Galaxien in diesem Bereich des Himmels findest du auch NGC 3169, eine stark verzerrte Spiralgalaxie. Sie ist im Sternbild Sextant zu sehen, direkt unterhalb des Sterns Regulus im Sternbild Löwe. Die gravitative Wechselwirkung mit ihrer Nachbargalaxie NGC 3166 hat ihrer wunderschönen Spiralform geschadet. Und es sieht so aus, als würde sie sich komplett auflösen. Astronomen würden sich nicht wundern, wenn die beiden Galaxien verschmelzen würden. In der Leo-Gruppe 2 kannst du auch eine seltsam geformte Spiralgalaxie, NGC 3187, beobachten. Sie hat sehr offene Spiralarme. Die Spiralgalaxie NGC 3227 ist an die elliptische Zwerggalaxie NGC 3226 geklebt. Beide gehören zu den 338 Galaxien, die in Halton Arbs Atlas, der eigenartigen Galaxien, unter dem Namen ARB 94 aufgeführt sind. Laut dem amerikanischen Astronomen Halton Arb
sind sie ein gutes Beispiel für eine Spiralgalaxie mit einem elliptischen Begleiter. Allerdings deutet nichts darauf hin, dass sie tatsächlich gravitativ miteinander wechselwirken, zumal der Abstand zwischen ihnen mit rund 9 Millionen Lichtjahren noch relativ groß ist. Lasst uns unsere Reise zum Furness Cluster fortsetzen. Doch vorher werfen wir noch einen Blick auf eine bemerkenswerte Galaxie namens NGC 2997. Diese großartige Spiralgalaxie befindet sich im Sternbild der Pneumatischen Maschine. Einem Sternbild, von dem du vielleicht noch nicht oft gehört hast, da es auf der Südhalbkugel liegt und relativ lichtschwach ist. NGC 2997 wurde 1793 von William Herschel entdeckt und ist etwa 55 Millionen Lichtjahre von uns entfernt, bewegt sich aber mit rund 1100 Kilometern pro Sekunde von uns weg. Diese Galaxie ist besonders bemerkenswert wegen ihres Kerns, der von einer Reihe riesiger Wolken aus ionisiertem heißem Wasserstoff umgeben ist. Die Gruppe NGC 2997 umfasst etwa 15 Galaxien, darunter mehrere irreguläre Magellanische Galaxien. Bevor du zum Furness-Haufen kommst, ist auch die Dorade-Gruppe einen Besuch wert. Man nennt sie eine Gruppe, aber angesichts ihrer Größe ist sie eher ein Galaxienhaufen. Die Dorade-Gruppe besteht aus spiralförmigen und elliptischen Galaxien. Sie gruppiert sich um zwei interagierende Galaxien, die elliptische Galaxie NGC 1549 und die linsenförmige Galaxie NGC 1553. Dies sind die beiden hellsten Galaxien nach der Spiralgalaxie NGC 1566, die als die dominierende Galaxie in dieser Gruppe gilt. NGC 1566 und NGC 1553 sind Scheibengalaxien, der dominierende Galaxientyp in der Dorade-Gruppe. Astronomen halten diese Gruppe daher für noch reicher als die lokale Gruppe. Wir sehen uns jetzt den Furness-Haufen an, den einzigen anderen Haufen im Umkreis von 100 Millionen Lichtjahren, der fast so reichhaltig ist wie der Virgo-Haufen, wenn auch noch ein bisschen kleiner. Der Furness-Haufen ist für Amateurastronomen besonders interessant, weil er einen kompakten Kern von Galaxien enthält, der sich über nur 2 Grad des Himmels erstreckt. Die beiden dominierenden Galaxien im Furness-Haufen sind NGC 1316 und NGC 1365. Sie sind größer als jede Galaxie im Virgo-Haufen. NGC 1316 ist eine massive, linsenförmige Galaxie, die Beobachtungen zufolge vor etwa 3 Milliarden Jahren eine Spiralgalaxie aufgesogen hat. Dies war wahrscheinlich nicht die einzige Galaxie, die von NGC 1316 geschluckt wurde. Nicht weit von dieser Galaxie entfernt befindet sich eine Spiralgalaxie namens NGC 1317, die das gleiche Schicksal erleiden könnte. NGC 1316 ist auch eine starke Radioquelle, die den Radioastronomen als Fornax A bekannt ist. Sie ist die wichtigste Quelle von Radiowellen im Sternbild Furness und die viertstärkste Radioquelle am Himmel. Diese Radiowellen stammen von herabfallender Materie im Inneren des supermassiven Schwarzen Lochs im Zentrum der Galaxie, die wahrscheinlich durch Wechselwirkungen mit anderen Galaxien angeheizt wird. NGC 1365 ist die bekannteste Galaxie des Furness-Haufens. Sie ist eine prächtige Balkenspiralgalaxie von großem Stil. Sie wurde 1826 vom schottischen Astronomen James Dunlop entdeckt, liegt im südlichen Sternbild Furness und wird von zahlreichen Teleskopen untersucht. Ihre bläuliche Farbe ist auf eine sehr hohe Rate an Sternentstehung zurückzuführen. Dies lässt sich durch einen Balken erklären, der die beiden Spiralarme miteinander verbindet und das Gas in der Galaxie komprimiert, was die Entstehung vieler Sterne auslöst. Der Eridanhaufen ist ein weiterer bemerkenswerter Galaxienhaufen in der südlichen Hemisphäre. Er wird manchmal auch als Furness-II-Haufen bezeichnet.
Das liegt daran, dass er dem Firnishaufen mit einer Entfernung von etwa 20 Millionen Lichtjahren sehr nahe ist. Der Eridanhaufen ist mit etwa 75 Millionen Lichtjahren weiter entfernt als der Firnishaufen. Diese beiden Haufen und die sie umgebenden Galaxien werden manchmal auch als Firnish oder Deep South Superhaufen bezeichnet. Der Eridanhaufen besteht aus etwa 200 Galaxien. Seine Galaxien sind über ein größeres Gebiet verstreut als im Firnishaufen. Daher ist er weniger beeindruckend als sein Nachbar. Es lassen sich zwei Untergruppen unterscheiden. Eine im Süden um NGC 1395 und eine im Norden um NGC 1407. NGC 1407 ist eine riesige elliptische Galaxie, größer als die Milchstraße, mit einem Durchmesser von etwa 243.000 Lichtjahren. Ihre Gruppe umfasst mindestens 9 Galaxien. NGC 1395 ist ebenfalls eine riesige elliptische Galaxie, aber etwas größer, mit einem geschätzten Durchmesser von rund 264.000 Lichtjahren. Die Gruppe NGC 1395 umfasst mindestens 32 Galaxien. Wir können den Eridanhaufen nicht verlassen, ohne einen kurzen Blick auf NGC 1232 zu werfen. Eine der schönsten Galaxien des Haufens mit ihren gut ausgeprägten Spiralarmen. Diese elegante Spiralgalaxie hat einen Durchmesser von etwa 145.000 Lichtjahren und ihre Spiralarme enthalten neben dunklen Staub Millionen von hellen Sternen, die unsere Augen erfreuen. Wir haben eine Tour durch den Virgo-Superhaufen gemacht. Auf dieser Reise hast du einen Einblick in alle Arten von Galaxien bekommen, die es im beobachtbaren Universum gibt. Nahezu perfekte Spiralgalaxien und durch die Bewegungen des Universums verzerrte Spiralgalaxien, Riesengalaxien und Zwerggalaxien, aktive Galaxien und Galaxien, in denen sich keine Sterne mehr bilden. Aber du solltest wissen, dass der Virgo-Superhaufen nicht lange so eingefroren bleiben wird. Das Universum bewegt sich zwar langsam, aber es bewegt sich trotzdem. Der Virgo-Superhaufen selbst ist ständig in Bewegung. Er wird vom großen Attraktor angezogen, einer Gravitationsanomalie, die sich in der Nähe des Herrscherhaufens befindet. Aber was genau ist der große Attraktor? Die Entdeckung des großen Attraktors geht auf das Jahr 1977 zurück. Die amerikanische Astronomin Vera Rubin und ihre Kollegen vom Washington Institute entdeckten, dass sich die Milchstraße schneller bewegt als die Expansion des Universums. Die Astronomen stellten die Hypothese auf, dass es eine Kraft gibt, die eine Gravitationswirkung auf die Milchstraße ausübt, ohne genau zu wissen, um welche es sich dabei handelt. Ein Team aus 7 Forschern des Cambridge Institute of Astronomy und des Washington Institute of Astronomy wurde gebildet, um diese Frage zu untersuchen. Dieses Team erhielt den Spitznamen 7 Samurai. Um das Geheimnis dieser unbekannten Gravitationskraft zu lüften, maßen die Forscher die Eigengeschwindigkeit einer großen Anzahl von Galaxien, um festzustellen, in welche Richtung sich die Milchstraße und die lokale Gruppe bewegten. 400 elliptische Galaxien in der Centauri-Region wurden über einen Zeitraum von 5 Jahren untersucht. Im Jahr 1986 entdeckte das kleine Forscherteam, dass sich sowohl die lokale Gruppe als auch der Virgo-Superhaufen mit einer Geschwindigkeit von etwa 625 km pro Sekunde auf einen Punkt zubewegten, den sie den großen Attraktor nannten. Dieser Punkt liegt jenseits des Hydra-Centau-Superhaufens in Richtung des Kreuz des Südens, etwa 150 Millionen Lichtjahre entfernt. Wissenschaftler haben berechnet, dass die Anziehungskraft dieses mysteriösen Attraktors der eines Superhaufens entspricht. Mehr als 10.000 Mal so stark wie die der Milchstraße. Und doch wurde keine sichtbare Masse identifiziert. Hier ist eine gruselige Anekdote. Das Foucault'sche Pendel im Pariser Pantheon zeigt in dieselbe Richtung. Aber niemand weiß warum. Eine noch mysteriösere Tatsache. In der Region des großen Attraktors ist die natürliche Geschwindigkeit der Galaxien die der Expansion des Universums.
Und sobald sie diesen fiktiven Punkt hinter sich gelassen haben, sind die Galaxien langsamer als die Expansion des Universums. Und einige zeigen sogar eine Blauverschiebung. Aber die Anwesenheit des großen Attraktors allein kann diese Geschwindigkeitsschwankungen nicht erklären. Tatsächlich haben andere Forscher die Radialgeschwindigkeiten von Galaxien in den Haufen Perseus und Pisces gemessen, die weiter vom großen Attraktor entfernt sind als die Milchstraße. Und es scheint, dass sie schneller in Richtung des großen Attraktors gezogen werden als unsere Galaxie oder sogar die Haufen Centaurus und Hydra, die näher an diesem fiktiven Punkt liegen. Forscherinnen und Forscher haben alle möglichen Hypothesen aufgestellt, darunter die Existenz eines weiteren großen Attraktors oder die Ungenauigkeit der Messungen der Radialgeschwindigkeit aufgrund der mit der Leuchtkraft der Galaxien verbundenen Unsicherheit. Im Jahr 2016, nach 30 Jahren Forschung, stellten Forscher fest, dass es große extragalaktische Strukturen gibt, die die Anziehungskraft der Galaxien auf den großen Attraktor erklären könnten, ohne jedoch das Rätsel vollständig zu lösen. Wir sind am Ende unserer Reise durch den Virgo-Superhaufen angelangt. Aber wir sind noch nicht fertig mit der Erkundung des Universums. Der Virgo-Superhaufen ist Teil eines größeren Ganzen namens Laniakea. Und Laniakea selbst ist nur einer von 6 Millionen Superhaufen, die im beobachtbaren Universum existieren. Es liegt also noch ein langer Weg vor uns, bis wir alle Geheimnisse unseres Universums und seiner Organisation verstehen. In der Zwischenzeit können wir die Schönheit der Galaxien und Sterne bewundern und die Art und Weise, wie sie am Himmel angeordnet sind, ob zufällig oder nicht.